Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um den Black Friday, der erste Marktcrash in diesem Spiel. Dabei will ich euch helfen, wie ihr am meisten Profit machen könnt, wann ihr die Spieler verkaufen sollt, wann ihr sie kaufen sollt. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ansonsten könnt ihr auch abonnieren, das ist alles kostenlos. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Videos verpasst. Und ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal reinstarten. Und zwar geht es ab dem 14. November, das wäre heute, bis zum 16. Das heißt, das geht zwei Tage lang, ist der beste Zeitpunkt, um alle Spieler und alle Wertgegenstände zu verkaufen. Sei es Trainingsobjekte, wie gesagt Spieler oder halt Vereinmitarbeiter. Dabei könnt ihr euch merken, dass die Spieler am Donnerstag und am Montag am billigsten auf dem Transfermarkt sind, weil ja, ein Tag vor der Weekend League und am letzten Tag der Weekend League braucht man die Spieler, beziehungsweise werden die Spieler nicht mehr gebraucht, da die Leute schon ihre Teams aufgebaut haben. Und ja, vom 20. bis zum 24. November sind die Preise am billigsten. Daher solltet ihr alle Münzen in Spiele investieren. Am besten geht das mit teuren Spielen, wie zum Beispiel Messi, Dybala oder halt Inform-Karten, die vom Team of the Week bzw. ja, von den letzten Wochen halt rausgekommen sind. Ihr könnt auch ein bisschen ältere nehmen. Hauptsache, ihr habt halt teure Spiele oder Inform-Karten. Die lassen sich am besten verkaufen bzw. investieren. Und ja, also nach dem Marktcrash am 28. könnt ihr dann wieder die ganzen Spiele alle verkaufen, in die ihr investiert habt, die ganzen Inform-Karten und so, weil dann wird es wieder wahrscheinlich an Wert zulegen. Die Karten werden alle wieder steigen, weil der Black Friday auch vorbei ist. Und ja, ich wollte euch einfach diese Info mit auf den Weg geben, damit ihr auch den maximalen Profit rausholen könnt durch diese Black Friday Aktion. Und ja, ich blende euch ja im Hintergrund schon die ganze Zeit ein paar Spieler ein. Und außerdem könnt ihr davon ausgehen, dass alle Spieler um 20-30% an ihrem Marktwert verlieren in dieser Zeit. Also Schnäpple ist da, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr diese Videos sehen wollt, dann zeigt es mir mit einem fetten Daumen nach oben. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Escobar und ciao.